Hallo Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Cosplay-Information. Nun zum Release 7.0.0.24. Wir haben wieder einige Änderungen erfahren und da möchten wir natürlich jetzt gleich direkt mal drauf eingehen. Deswegen ganz schnell mal auf den Desktop geswitcht und wir fangen direkt mal an. Wir haben jetzt eine separate Feldarbeitsstartposition, die wir angeben müssen, die unabhängig davon ist, was halt bisher der Fall gewesen ist. Da war es ja so, dass sich halt die Feldarbeit an der Startposition vom Helfer, also wenn wir halt die Feldposition gesetzt haben oder beziehungsweise den Zielmarker gesetzt haben, dann wurde auch an der Stelle der Feldkurs generiert. Das ist nun nicht so. Wir müssen jetzt hier einen zusätzlichen Zielpunkt setzen für das Starten der oder für den Start des Feldarbeitskurses. Dann, was halt viele freuen wird und was auch jetzt viel mehr vereinfacht, ist der Einsatz von Feldrandkursen, die wir jetzt wieder selbstständig aufzeichnen können und die auch automatisch von Courseplay benannt und abgespeichert werden. Das geht mit Hilfe des Mini-HUDs und wir gucken uns auch an, ob das Ganze für das controllerfreundliche HUD gibt. Da bin ich auch mal gespannt. Und nun ist es halt so, dass wir Grasflächen, die bereits im Spiel vorhanden sind und theoretisch abgemäht werden können, nun auch mit Hilfe des Feldrandkurses als ja, Feld bzw. Fläche deklarieren können und dann halt dort Feldkurse generieren können. Das war bisher so, dass halt diese mit Hilfe von Courseplay nicht nutzbar gewesen sind. Und dass hier das Ganze halt oder das Land erst umgebrochen werden musste und dann quasi da ein neues Feld geschaffen wurde. Das ist jetzt halt damit zunichte. Beziehungsweise vereinfacht uns das Ganze. Dann haben wir CP-Text an den Menü-Icons im Escape-Menü. Das heißt also, die drei Einstellungsmöglichkeiten im Escape-Menü, die wir für Cosplay oder beziehungsweise für Cosplay relevant sind, sind jetzt auch mit einem kleinen CP oder mit den beiden Buchstaben gekennzeichnet, sodass das halt leichter auffindbar ist. Dann gibt es wieder für die direkten Eintragungen, wenn wir Arbeitsbreiten, Offsets etc. eingeben. Das konnte man jetzt halt direkt in dem Feld machen und dann halt dort unsere Werte eingeben. Da gab es halt wieder Schwierigkeiten mit zwischen imperial und metrischen System. Da hatte ich aber auch in der letzten Investigativfolge schon darauf hingewiesen, dass da jetzt eine Verbesserung wieder stattgefunden hat. Dann haben wir die CP-Settings. Die sind jetzt aus dem Safe-Game-Bereich in die Mod-Settings gerutscht. Wir gucken uns das Ganze mal an. Und zwar, bisher war es wohl so, dass wir einfach mal hier in so ein Safe-Game reingehen. Und da haben wir halt hier die Cosplay-Settings gehabt. Und die finden wir jetzt aber auch unter Mod-Settings, Cosplay und dann haben wir hier die Einstellung. Das Ganze ist jetzt halt alles globalisiert worden. Hat natürlich den Hintergrund, dass hier das Ganze für den Multiplayer und für die Server fit gemacht werden soll und dann halt für alle gelten soll. So, das auch schon mal. Hat natürlich dann auch halt den Vorteil, dass halt nicht jeder Schmutz synchronisiert werden muss. Ne? Das muss man halt auch sagen. So, war ich stehen geblieben. Dann Band A to disable invisible settings in the course generator layout. Hier war es so, dass sich nur Feldkurse generieren lassen konnten, wenn oder für einzelne Fahrzeuge Feldkurse generiert werden konnten, wenn halt das Kursgenerator-Menü nach oben gescrollt wurde. Dann konnte man dann oder da auswählen, dass dann ein Fahrzeug wohl generiert bzw. Eingestellt werden konnte bzw. berücksichtigt wurde und wenn man das nicht getan hat, dann wurden halt hier immer Kurse generiert, die für mehrere Fahrzeuge waren. Das ist jetzt behoben. Dann haben wir jetzt die Möglichkeit, unser Mini-HUD auch mit Hilfe von der Tastenbelegung zu öffnen. Die Maus kann hier bei deaktiviert werden.
Dann haben wir jetzt die oder ein eine Deaktivierung der rechten Maustaste, wenn der Autodrive Editor aktiviert ist. Ja, ist aber auch ein Sternchen dran und dann geht es hier unten weiter. Das verhindert jetzt erstmal den Konflikt, dass die Wegpunkte von Autodrive mit der Hilfe der rechten Maustaste nicht mehr verschoben werden konnten. Problem ist aber, dass wir erst mit Hilfe der mittleren Maustaste, was ja die Standard-Maustaste für Autodrive ist, um halt hier die Maus zu aktivieren, drücken müssen, bevor wir die Wegpunkte verschieben können. Also da bitte drauf achten. Self-unload a bit closer to the trailer. Können wir mal kurz reinspringen. Hier sehen wir, dass der Drescher ein bisschen zu weit rechts vom Fahrzeug parkt und halt nicht abgebunkert werden kann. Das soll behoben worden sein. Und hier haben wir das Überschreiben vom Giants Block Timer. Das ist halt diese Funktion, die wir schon kennen, mit Hilfe oder beziehungsweise wo wir auch immer darauf hingewiesen werden, mit Hilfe der orangefarbenen Schrift, dass halt der Helfer XY gerade von einem Objekt blockiert wird. Das war der Fall bei Fahrzeugverbänden, wenn das erste Fahrzeug, ich nehme jetzt einfach immer das Beispiel mit zwei Fahrzeugen, wenn das erste Fahrzeug ein Wendemanöver macht, um halt auf die nächste Feldbahn zu fahren, dann rückt natürlich das zweite Fahrzeug nach und wurde durch ein unsichtbares Hindernis, sage ich jetzt einfach mal, gestoppt. Und nach einer gewissen Zeit war es dann halt so, dass sich dieser Helfer dann einfach deaktiviert hat. Das ist halt standardmäßig von Giant so vorgegeben, dass dann halt so und so viele Sekunden vergehen, bis dann entweder von unserer Seite dann aus eingegriffen wird und der Helfer dann weiterfahren kann, oder er deaktiviert sich halt selbst. Das hat man jetzt umgangen. Man überschreibt einfach hier diesen Standard Giants Timer, sage ich jetzt einfach mal. Und sorgt dafür, dass dann halt die Fahrzeuge im Verband weiterfahren können. Lance Pattern Fixes ist für Roder, die halt die Abbunkerfunktion auf der rechten Seite haben. Wir gehen mal hier runter. Und hier ist es halt so, dass jetzt die Beat-Funktion und auch die Wendemanöver dafür dann so berücksichtigt und gefahren werden, dass oder das Rohr immer außerhalb der Frucht sitzt, beziehungsweise außerhalb der Frucht steht und dann halt entsprechend abgebunkert werden kann, wenn halt Fruchtumfahrung eingeschaltet ist. Das war bisher nicht so, dann war das nämlich dann halt so, dass einfach ganz normal das Ganze wie ein Drescher behandelt wurde und entsprechend dann immer in der Frucht dann das Rohr war, beziehungsweise halt hier das Förderband und ja, die Fahrzeuge dann entsprechend nicht an den Roder rangefahren sind und halt abgebunkert haben. Das soll jetzt auch behoben worden sein, dass das Ganze berücksichtigt wird. Ja, und ansonsten schauen wir uns einfach den Rest mal schnell an. Wir haben halt hier unseren kleinen Aufzeichner jetzt einfach mal. Ich öffne mal hier eben das Mini-HUD. Und hier sehen wir jetzt halt neben dem Starten-Button den Aufnahme-Button für den Feldkurs oder beziehungsweise Feldrandkurs. Den drücken wir jetzt. Dann haben wir hier unseren Startpunkt. Ich fahre einfach mal hier kurz um den Pudding rum, hier nenne ich es einfach mal. So, und dann haben wir hier. Ich habe da ja jetzt einen Baum draufstehen. Da möchte ich gleich nochmal was testen. So, wir beenden hier unsere Aufzeichnung. Und jetzt werden wir gefragt, ob wir diesen benutzerdefinierten Rankurs als CP1 speichern wollen. Da sagen wir einfach mal ja. So, wo finden wir den jetzt? Und zwar hier auf der Karte vom Helferfensterchen, beziehungsweise vom Helfermenü. Und ihr könnt halt mit einem Klick auf den Schriftzug hier, könnt ihr das Ganze auch wieder löschen. Wollen wir natürlich jetzt erstmal nicht machen. Aber so könnt ihr dann einfach Flächen vorgeben, die dann halt ja, wie ein Feld behandelt werden, also wie halt hier so ein Standardfeld. Und könnt Feldkurse generieren, was wir gleich tun werden.
Und wie ihr auch bereits Grasflächen jetzt dann halt ganz normal abmähen könnt, ohne dass diese halt umgebrochen werden müssen. Bisschen viel Blabla, aber ihr kriegt auf jeden Fall gleich eine Idee davon. So, jetzt ist es nämlich so, dass wir hier unseren Job erstellen können. Da geben wir mal als Zielposition diese an. Wir geben als Feldposition, das ist jetzt die, die neu gesetzt werden muss. Sagen einfach mal hier. Da soll er los, beziehungsweise der Feldarbeitskurs losgehen. Und ich habe jetzt hier einfach mal eingestellt, ein Fahrzeug auf dem Kurs, drei Vorgewände und dann generier mal. Und dann sehen wir auch tatsächlich hier an der Stelle geht dann halt unsere Feldarbeit los. Das war ja schon im 19er so, dass wir halt hier unsere Zielposition wählen konnten, wo die Feldarbeit beginnen soll. Und wenn ihr das Ganze jetzt so machen wollt, dass wir als. Oder wir löschen den mal kurz eben aus dem Fahrzeug, gehen wieder hier rein. Jetzt wollen wir einfach mal hier unten auf dem Feld einen Job erstellen. Und ich sage einfach, er soll hier mal starten. Ich habe jetzt aber keine Feldposition gesetzt. Die ist immer noch hier oben gesetzt. Und jetzt gehe ich hier drauf und sag mal, generiere Feldkurs. Dann macht er das hier oben. Das heißt also, wenn ich diese Feldposition nicht auch tatsächlich hier setze und dann hier die neue, ja, man sieht es halt so ein bisschen besser jetzt. Also ich muss oder ich bin dazu gezwungen, die Feldposition zu setzen. Wenn ich diese nicht setze, generiert er auch nicht an dieser Stelle dann halt das, oder den Feldarbeitskurs. Dieses Icon hier mit der Zielposition dient jetzt wirklich nur noch dazu, das Fahrzeug an diese Position zu stellen nachher und hat nichts mehr mit der Kursgenerierung zu tun. Also wir sind jetzt dazu gezwungen, die Feldposition halt hier aktiv zu setzen, um einfach den Kurs generieren zu können. Da bitte zukünftig, ja, tunlichst drauf achten, sage ich jetzt einfach mal. Und jetzt wollte ich noch eben testen. Das Controller-freundliche HUD aktivieren. Schließen das mal. So, und hier haben wir nicht die Möglichkeit, den Kurs aufzuzeichnen. Das sieht man schon mal. Also die Feldrandkurse. Jetzt möchte ich mal kurz gucken, ob es da eine Taste für gibt. Nein. Also ihr könnt tatsächlich nicht mit dem Controller innerhalb dieses Fensterchens hier auswählen, dass ihr einen Feldarbeitskurs generieren wollt. Beziehungsweise einen Feldrandkurs aufzeichnen wollt. So, Entschuldigung, so muss ich das ja formulieren. Sondern das geht nur noch, wenn ihr das kleine Mini-HUD geöffnet habt. Hier, da. So, haben wir wieder was gefunden. Ich kann aber gerne nochmal gucken, ob das irgendwo versteckt noch drin ist. Erster Sekunde. Nö. Nö. Gibt es nicht. Also, ihr seht es, das Ganze funktioniert nur, wenn ihr über dieses kleine Menü hier geht. Darüber. Okay, also viel Input. Ah, was wir nochmal testen können, ist der Editor-Modus von AutoDrive. Wenn ich jetzt die rechte Maustaste öffne, beziehungsweise benutze und hier die Maus aktiviere, geht gar nichts. Ich kann halt nicht hier hin und her ziehen. Das funktioniert nicht. Sondern ich muss erst die mittlere Maustaste drücken und dann. Ja, ist ja super. Fenster schließen vielleicht. Ah ja. Also, ich muss erst das Fenster hier deaktivieren. Mittlere Maustaste. Und dann kann ich verschieben. Das geht. Alternativ könnt ihr natürlich auch hergehen, die mittlere oder beziehungsweise die Maustaste hier rausziehen. Wir speichern das Ganze mal und dann einfach da keine Taste vorzugeben. Dann könnt ihr das direkt tun. Und auf der rechten Maustaste passiert jetzt gar nichts mehr, sondern ich kann halt nur noch das Mini-HUD dann halt über die Tastenkombination
hier öffnen. Das funktioniert noch. Aber dann standardmäßig habt ihr hier keine Maus mehr. Die öffnet sich oder aktiviert sich erst, wenn ihr per Tastendruck, beziehungsweise ich habe das ja bei mir auf der Endetaste, dann könnt ihr hier wieder eure Einstellungen vornehmen. Dann funktioniert das. Gut, wieder was gelernt. Alles klar. Dann erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich bedanke mich bei euch. Hoffe, ihr habt wieder Spaß mit der Folge hier und viel Spaß beim Ausprobieren. Wir sehen uns in der nächsten CP-Info oder CP-Investigativ-Folge wieder. Und ansonsten halt auch gerne mal in einem Let's Play, was jetzt demnächst hier losgehen wird. Und dann sehen wir uns wieder. Macht's hübsch. Ciao, ciao.